Hallo Freunde, willkommen zum vierten Beitrag zum Thema Bachelorarbeit oder Abschlussarbeit formatieren. Wir werden uns heute mit den Formeln beschäftigen. Und zwar, ich mache hier jetzt weiter mit der Datei. Wollen wir jetzt ein bisschen üben hier und wir können jetzt eine Überschrift erstellen. Das heißt Formeln, Überschrift 1, so Formeln. Man denkt eigentlich, ja, Formeln zu erstellen mit Word ist ziemlich schwer und deswegen weichen ziemlich viele aus und benutzen LaTeX statt Word. Aber ich sage jetzt, dass es gar nicht so schwer ist und dass es sogar noch schneller geht. Formeln. So. Wie ich das mache, ist einfach mal einfügen und Formeln auswählen. Oder ich benutze fast immer diesen Shortcut. Formeln. Hier könnt ihr alles eingeben. Und es sieht genauso gut aus wie in LaTeX, wie gesagt. Zum Beispiel, wir fangen jetzt mit irgendwas Einfaches. Zum Beispiel A plus B ist gleich 1. So. Ihr könnt aber kompliziertere Sachen auch eingeben, zum Beispiel x, und übrigens die Shortcuts, es gibt Shortcuts, ich empfehle das dringend, sind so ähnlich wie in LaTeX. Es gibt eine ganz gute PDF-Datei, das ist die hier, ich werde das auch posten, und hier ist ziemlich gut erklärt, wie alles funktioniert. Und hier sind auch die Shortcuts auch dazu gelistet. Das könnt ihr auch ganz gut brauchen können. Zum Beispiel hier x hoch, schreibt man dieses dieses hoch Zeichen und space heißt immer umwandeln. Hoch 2. Plus. Ihr könnt natürlich auch das gleiche von hier auswählen. Es öffnet sich gleich dieses Formel-Editor. Zum Beispiel x und jetzt möchte ich sagen hoch. Jetzt gibt es Tief- und Hochstellungen. Ups. Hochstellung. X hoch 3. Es gibt hier alles mögliche, aber wenn ihr das hier nicht finden könnt, würde ich empfehlen, dass ihr so eine Datei sucht oder in dieser Datei einfach mal durchschaut, was es so gibt und was ihr verwenden könnt. Weil ich finde es viel besser eigentlich. Und wenn man viel mit Formeln zu tun hat, sollte man einmal die Zeit investieren, um die einfach mal zu lernen. X, zum Beispiel das hier. C dot. So ein Punkt. Ja, ist gleich 0. Oder sogar noch was komplizierteres. Ihr könnt auch griechische Buchstaben eingeben. Zum Beispiel Tau. Und jetzt drücke ich Space und dann wird alles umgewandelt. Tau ist gleich, wie war es nochmal, Eta, dieses Schubspannungsgesetz. Und jetzt möchte ich dW. Achso, übrigens, das mache ich mit Alt und D. Aber das findet ihr auch hier irgendwo. Nee, nicht da, sondern
Und da auch nicht. Das könnt ihr auch hier finden. Irgendwo steht dieses griechische D. Hier ist Delta. Das finde ich irgendwie jetzt nicht. Andere Möglichkeit ist von hier. Das hier auch zu wählen, Differential. Oder das hier ist auch möglich. Ja, das war dw dx, dy. dw, dy und so. Oder Integrale könnt ihr auch eingeben. Formel. Muss einfach schreiben. Int. Space, das ist fertig. Tiefstellung zum Beispiel 0, Bruchstellung zum Beispiel Infinity, Inf-T, was glaube ich, Inf-T. Int. Ups. Jetzt wird das Integral nicht anerkannt. Okay, ich mache das nochmal. Ja, deswegen ist es besser, alles auf einmal zu schreiben. Ups. Ich habe anstatt Formel hinzufügen, ich habe Bild hinzufügen getippt. Als Shortcut. Schade. Okay. Formeln hinzufügen. So. Alles auf einmal schreiben. Int. Unterstrich. Wenn ihr zum Beispiel Int und Unterstrich schreibt, wird automatisch das Integral umgewandelt. 0. Bruchstellung. Inf-t. Space. Das ist jetzt komisch. Okay. Ach, ich weiß. Ich muss ja das nochmal machen. Inf. Ja, nee, Integral. Int. 0. Hoch. Inf. Jetzt nochmal. Genau. Ich muss da einfach nochmal Space drücken. Weil einmal war Space für das Unendliche und einmal dx und einmal für die Tief- und Rauchstellung. Jetzt ist halt die Frage, wie man die Formeln so darstellt, dass es wie eine wissenschaftliche Arbeit aussieht. Ich habe das zum Beispiel so gemacht. Und das macht man auch so, weil es einfacher ist. Einleitung. Hier habe ich ganz viel. Okay. Ups, ich habe es verraten. Ich sollte eigentlich hier diese Gitterzeichen nicht darstellen, aber man sieht ja, es sieht genauso aus. Wenn man das auch ausschaltet, es sieht genauso aus mit ein und so. Wie man das macht, ihr habt schon gesehen mit einer Tabelle. Gitterzeichen, Zeichen. Und so.
ihr könnt auch meine Vorlage benutzen, aber falls ihr das nicht machen, falls ihr das irgendwie anders machen wollt, ich zeige euch trotzdem, wie das gemacht wird. Tabelle hinzufügen. Ihr braucht eine Zeile und drei Spalten. Tabelle Eigenschaften. Ihr müsst das ihr müsst die Eigenschaften auswählen und hier die Tabelle die Tabelle 100% groß machen. Das heißt, die Tabelle ist genauso groß wie das ganze Blatt. Abzüglich die Abstände, Seitenränder. So, Spalten. Bevorzugte Breite. Und hier müsst ihr statt Maßeinheit Zentimeter Prozent auswählen. Also Millimeter, aber 100. 100 ist okay. 100% groß. Tabelleneigenschaften wieder. Und jetzt Spalten. Die erste ist, sag ich mal, 10 oder 15% groß. Nächste Spalte. Die letzte Spalte, die erste und die letzte Spalte sind gleich groß, das heißt insgesamt verbrauchen wir 30%, also es bleibt 70% für die Formel. Das ist 15, Entschuldigung. Das ist 70. Und die dritte Spalte ist auch wieder 15. So, man sieht vielleicht hier auch, wie sie sich wechseln. Letzte, erste. Und so. Man macht alles zentriert, das ist ganz gut. Man kann auch hier auf Rahmen und Schattierung klicken und auf keine Rahmen. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich habe nur die erste ausgewählt. Aber kein Problem. Wir machen das nochmal. Überhaupt keine. Und damit man das einigermaßen sieht, muss man hier auf Tabelle Gitternetzlinien anzeigen. Man sieht, es ist nicht zentriert, deswegen klicken wir auf Zellenausrichtung und zentriert. So sieht es gut aus. Und so können wir hier die Formel hinzufügen. Zum Beispiel x plus 1 ist gleich ups. Das ist unsere erste Gleichung. Wir wollen jetzt aber auch wieder die Beschriftung einfügen, wie hier. Wie man das macht, ist, wir müssen eine andere Beschriftungsart hinzufügen. Wir gehen auf Einfügen, Beschriftung. Und hier normalerweise haben wir drei Möglichkeiten zu beschriften, entweder Tabellen, Abbildungen oder Formeln. Wir wollen aber nicht rechts Formel 1 zu stehen haben, sondern Klammer auf, 1, Klammer zu. Deswegen müssen wir auf neue Bezeichnung gehen. Jetzt zum Beispiel, man sieht, ich habe dieses Klammer auf, aber wenn ihr das nicht habt, müsst ihr auf neue Bezeichnung gehen und
Klammer auf, tippen und OK. Und dann habt ihr das. Und man sieht, es wird alles automatisch nummeriert. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist die Formel zuzumachen. Das ist alles. Das ist alles. Position ist egal eigentlich. Und die Nummerierung ist okay. Man kann schon auf OK klicken. Das Einzige, was man machen muss, ist jetzt dieses Ding hier hinzufügen. Mittig, innen drin. Und jetzt vielleicht, warum ist jetzt nicht zentriert? Frag mich. Okay, jetzt. Aber es ist trotzdem ein bisschen zentriert. Ja, das muss eigentlich. Ja, ist okay. Die Beschriftung vielleicht wieder mit der gleichen Beschriftung. Kennzeichen Text. Okay. Und wenn man jetzt die Gitter nicht anzeichnet, und das hier auch, ist ein bisschen irritierend, kann man sehen, dass es genauso aussieht wie eine LaTeX-Formel. Und wenn ihr noch eine andere Formel hinzufügen wollt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach die Tabelle zu kopieren, irgendwo anders stellen, zum Beispiel hier, hier ist eine Formel, das hier ändern, x plus x hoch 2, x ist gleich 0, oder gleich 1, man kann jetzt erkennen, dass die Formeln sich automatisch hier gehen. Ach, nicht automatisch, aber wenn ich jetzt das aktualisiere, muss sich alles automatisch ändern. Ich versuche jetzt noch eine zusätzliche hier unten zu schreiben. Ich gucke jetzt. Steuerung A und F9. Alles aktualisieren. Das ganze Verzeichnis aktualisieren. Das solltet ihr jedes Mal machen, sowohl für das Inhaltsverzeichnis als auch für das Abbildungsverzeichnis und für das Tabellenverzeichnis. Alles. Man sieht hier 2, 3 und hier 1. Ja. Soweit für die Formeln. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht. So, und wie gesagt, ich werde das hier auch hinzufügen. Hier sind so ganz viele Sachen, die man ganz gut brauchen kann. Ja. Okay. Ich werde jetzt noch ein letztes Video machen über die Querverweise und die Quellen.